Ich muss heute um 11:30 Uhr spätestens gehen. Ich werde das Wort ein bisschen vorziehen. Spätestens 11:30 Uhr muss ich dann gehen. Ich und meine Frau. Und die Geschwister machen dann weiter. In der letzten Woche haben wir gesehen über die Arbeiter der letzten Woche. Wir haben gesehen, dass die Arbeiter der letzten Woche. Wir haben eine Mission dupla. Eine delas ist, pregar o Evangelho. Outra delas é edificar a igreja. Das andere ist, die Gemeinde aufzubauen. No que se refere a pregar o Evangelho, todos nós precisamos estar envolvidos. Müssen wir alle e esse é um trabalho glorioso e maravilhoso. Das ist die herrliche, wunderbare Arbeit, da igreja, wenn es den Aufbau der Gemeinde geht. Wie viel mehr e aí surgem as dificuldades, entstehen mas auch Schwierigkeiten, aber dieses gehört zum Aufbau der Gemeinde dazu. Und heute die letzte Botschaft aus der täglichen Speise, die Botschaft 4, deren Titel lautet das Bodas do Cordeiro. Todos que leram o alimento diário aí percebeu como foi maravilhoso essa mensagem dessa semana, como foi de grande encorajamento. Quem éramos nós? Wer waren wir? Nas encruzilhadas dos caminhos, wir wurden an den Kreuzwegen fomos gefunden. Pra, wir wurden eingeladen sala do banquete, zum Hochzeitssaal. E o Senhor está nos preparando und der Herr bereitet uns para o evento mais importante für desse das universo, wichtigste Ereignis in diesem Universum. Das ist noiva, seine, seine Heirat mit seiner Braut, die kollektive Braut, wo du und ich então dazugehören. Vamos ver sobre isso wir werden hoje heute darüber nós etwas temos anschauen. Um texto aqui fantástico, wir haben einen Text, einen fantastischen Text in Matthäus Kapitel 21. Eu vou ler vários versículos para nós ich werde entendermos. Verschiedene Verse lesen daraus. Que ele fala assim, de novo entrou Jesus a falar es, por parábolas, erneut sprach Jesus in Gleichnissen zu ihnen o reino dos sagte, céus é semelhante das Reich der Himmel ist gleich einem König, Bodas de seu filho. Der das Hochzeitsfest seinem Sohn bereitete. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Aber sie wollten nicht kommen. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Diz aí a todos und er sandte seine Knechte aus, um die eingeladenen Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte andere Knechte aus und sprach, sag den Geladenen, siehe, mein Mahl habe ich tudo bereit, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet, vinde und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Beeindruckend, dass sie sich nicht darum kümmerten und weggingen. Der eine auf sein Feld, der andere an sein Geschäft. Und die anderen, os maltrataram e mataram. Seine Knechte misshandelten und töteten sie. Enviando as suas tropas, der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus und brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit war es bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Entrando, porém, o rei para als aber ver der que König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, amigo, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Então, er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, wenige aber Auserwählte. Geschwister, es ist sehr beeindruckend, was wir hier lesen. Der Herr König hat alles bereitet. Er hat aqui fala no versículo 4, já preparei o meu banquete. Ich habe mein, e no final do versículo 4 mein fala, Mahl ist schon bereitet. Tudo está pronto. Und am Ende heißt es, alles ist bereit. Prepara stellt euch um vor, banquete,
umgekehrt bereitet ein Hochzeitsmahl oder ein Bankett und lädt die Personen ein. Und er wartet sehnsüchtig auf die Menschen und die Menschen kümmern sich einfach nicht um seine Einladung und kümmern sich gar nicht darum. Nicht nur, dass sie nicht sich darum kümmern, sie lehnen es ab. Explícita. Eine sehr Como ficaria o Miqueias que convidou Wie aquelas pessoas sich fühlen, que ele se sente Leute eingeladen de honra para ele? Qual seria o seu sentimento? Sie einzuladen. Was wäre Tristeza sein Gefühl? Profunda. Essa eine tiefe é a Traurigkeit. Definição. Das ist die beste Tristeza Definition. Profunda. Tiefe Irmãos, Traurigkeit. Foi exatamente Geschwister, isso que o Senhor fez. Genau das hat der ele Herr getan. Tudo. Er hat alles bereitet, die Juden zu diesem grandiosa. Fest eingeladen, zu diesem großartigen Sabe Fest. Wisst ihr, was sie taten? Não. Nein. Wir gehen nicht an dein foi Fest. Deine ging auf sein Feld, der andere an seinen Handel und sie kümmerten sich nicht um die Irmãos, Einladung. Geschwister, wie schrecklich. Wie schrecklich. Mas o lado positivo Aber da die positive Seite é der Geschichte, eu, dass du und ich, die gar nichts damit zu tun hatten, Fomos convidados wir wurden eingeladen e nós aceitamos o convite. Und wir haben die Einladung angenommen. Irmãos, que coisa Geschwister, Você não sente wie wunderbar. Isso, Seid ihr nicht glücklich darüber? Sind wir Juden? Nein, keiner von uns ist Juden. Die Heiden hatten gar nichts damit Mas zu tun. Aber o wir haben die Einladung empfangen. Mas aonde ele nos achou? Aber wo hat er uns gefunden? É interessante. Sehr interessant hier. Olha o versículo 9. Schaut Vers 9. So geht pois, nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen. Você já viu uma encruzilhada? Habt ihr schon mal die Kreuzwege gesehen? Você tá viajando, de repente du reist você und plötzlich kommst du auf ein Kreuzweg, du weißt nicht, auf welcher Weg der richtige ist. Você tem três opções. Du hast drei Optionen. Mas e agora? Und jetzt? A direita, rechts, a esquerda, links, Ou segue reto. Und da gehst du geradeaus weiter. Mas você não sabe. Du weißt es nicht. Quer dizer, é uma pessoa das que está no mínimo perdida. Du bist eine Person, die verloren ist. Sie weiß nicht. So waren du und ich. Wir waren an den Kreuzwegen. Perdidos. Verloren. Não tinha quem podia dar-nos informações. Wir hatten niemanden, der uns Informationen né? geben konnte. E aí, irmãos, alguém und dann, Geschwister, jemand você. Ist zu dir gekommen, hat dir das Evangelium verkündet. Sie hat mir die Geschichte erzählt. Sie war in der Warteliste von der Universität, eine Jugendliche. De repente alguém vem, und plötzlich ela tinha coração, kam jemand, hat ein Herz, predigte das Evangelium ihr. Ali, ela tava numa cruzilhada. Dort, sie war dort an einem Kreuzweg. Lá. Pensando que o máximo que podia dachte, era das fazer um, Größte, was sie machen könnte, sich zur Universität einschreiben und die Universität abschließen. Aber ela, dann um kommt die Vision zu ihr. Es gibt ein Festmahl. Und du bist eingeladen zu diesem Festmahl. Und das ist das Gemeindeleben. Geschwister, hier heißt es Festsaal. Wisst ihr, was das Gemeindeleben ist? Es ist ein Festsaal. Und sie nahm es an, du und ich, wir nahmen die Einladung an. Wir kamen zu diesem Festsaal. Und schaut her, Geschwister, was müssen wir tun? Miqueias, was musst du tun? Du tust nichts. Es war alles bereit. Wir mussten gar nichts tun, wir kamen zum Gemeindeleben. Wir waren nur mehr oder weniger halb tot, in Sünde, jenes Mas und dieses. Aber der Herr hat uns in diesen Festsaal hineingebracht. Wisst ihr, was, er, né? Was macht im Festsaal? Er analysiert, diz, nein. Não, não é assim que você se comporta na sala nein, do so verhältst du dich nicht im Festsaal. Na sala do du gehst in den Festsaal, um ein Fest zu feiern, zu essen, bis es aus der Nase herauskommt. Geschwister, wir sind im Gemeindeleben. Wozu? Um Christus zu essen. Hier heißt es, Ochsenmast ist schon geschlachtet. Alles ist bereit. Geschwister, Christus ist schon gestorben, hat den Preis schon bezahlt für dich. Du bist eingeladen, du bist im Festsaal. Was musst du tun? Genießen, was für dich bereitet wurde. Geschwister, wie herrlich ist dies?
Ich bin so begeistert darüber. Denn ich kenne meine Geschichte. Ich war vom Feld da irgendwo. E o Senhor me trouxe para a sala do banquete, irmão. Feld kam ich und trouxe para a vida da igreja. Que coisa Festmahl essa? Ins Gemeindeleben. Que maravilha. Wie wunderbar, Geschwister. Lass uns diesen Festsaal schätzen. Jacqueline e Oliver, vocês Jacqueline estão felizes com essa sala do banquete? Seid ihr glücklich über diesen Festsaal? Amém. Amém. Daiane, você não está feliz na sala do banquete, Daiane? Muito feliz. Du glücklich in dem Festsaal zu sein. Está feliz, amém. Daiane e a família estão felizes na sala do banquete. Daiane olha, família fica rindo, glücklich tá? Im olha a alegria dela. Schaut ihre Freude im Gesicht. A Késia. Késia. Késia, você está na sala do banquete. Você foi convidada. Du bist im Festsaal, du bist eingeladen worden. Aqui é a irmã Cristina, é? Das ist Cristina. Irmã Cristina. Cristina. Irmã, não importa o que você esteja passando, mas egal, o Senhor te colocou na sala do Herr banquete. Dich in den Festsaal hineingebracht. O que, que você tem que fazer? Desfrutar dessa tun? Sala do banquete que foi preparada para você. Diesen Festsaal, das Banquett, vamos aproveitar, das irmãos, a igreja é a sala do banquete. Die Gemeinde ist der Festsaal. Segura aí aberto e vamos ver um versículo no capítulo de Cântico dos Cânticos. Ein Vers im Hohen capítulo 2, versículo 4. Kapitel 2, Vers 4 im Hohen Lied. Cânticos, está depois de Provérbios. Depois de Eclesiásticos, agora ficou fácil, né? Depois de Salmos, genau, nach capítulo 2, Sprüche, Prediger, 2, capítulo 2, versículo 4. Vers 4. Dá minha água, por favor. Dá minha água. 2, 4. Podemos ler juntos, irmãos? Lass uns zusammenlesen, Geschwister. Leva-me er hat mich ins Weinhaus hineingeführt. Und sein Zeichen über mir ist Liebe. É o amor. De novo. Noch einmal. Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt. Und sein Zeichen über mir ist Liebe. É o amor. Irmãos, o Senhor Geschwister, te levou der Herr sala do hat banquete. Dich in den Festsaal hineingebracht. O Senhor te Wie levou wunderbar, sala do banquete. Der Herr hat dich in den Festsaal hineingebracht. Olha, levou cada de você. Er hat jeden Fala, von uns durch den Satz im Boot an deiner o Seite. Der Herr hat dich in den Festsaal hineingebracht. Amen. Irmã Cleide, o que você vai ficar fazendo na sala do banquete? Olhando, Cleide, was machst du im Festsaal? Du schaust, sitzt da, essen und trinken. Amém. Irmão, já passou da época da vida da igreja, die você ficar analisando, foi schon vorbei, pensando, das olhando, assistindo schauen, e criticando. Não, irmão, nós estamos na fase agora de nos lambuzar tudo nessa sala do banquete. Das ist alles genießen, é desfrutar, mergulhar, coma de tudo. Genießen, alles Olha, essen. Tudo está pronto para você. Alles ist bereit für dich. Vamos voltar para... Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 22. Zurück zu Matthäus 22. Oh, Senhor Jesus. Mais irmãos aqui. Geschwister hier. Aqui tem uma advertência para nós. Es eine Warnung no versículo 11 uns do capítulo 22. Von Kapitel 22. Mateus 22, 11. Matthäus 22, 11. Fala assim, entrando porém o rei aqui é o Senhor Jesus, tá? Als aber der que König também hereinkam, é um noivo. Ah, que vai casar sehen, com a noiva. Der gibt den Bräutigam, ah, damit der Braut heiratet. Entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa. Imagina ali, está o banquete preparado, der, mesas montadas, das bereit, e todo mundo bereit, ali, disfrutando alle sitzen aquela und genießen. Ali. Irmãos, é um evento es ist mais esperado. Ereignis, de todo am meisten o plano de Deus, wird, esse evento, que Gottes, essa festa. Ereignis, ele espera fest. Por você e por mim. Er wartet auf dich und aí, mich. Ele notou ali homem er que bemerkte não trazia einen Menschen, nupcial. Der nicht mit einem então, Hochzeitsbett begleitet war. Aqui es gibt eine Voraussetzung hier, dass du nessa,
Sala do Banquete. In diesem Festzeit sein kannst. Die Voraussetzung ist, nupcial, dass du das Hochzeitskleid hast. Mas parece uma controvérsia. Ele te chamou lá nas encruzilhadas. Er ruft dich am Kreuzweg, du warst dort auf irgendeine Weise. Sala do Banquete. Und er rief dich zum Festzeit. Ah, sim, esse é um lado, mas o outro lado, a igreja é esse grande salão de beleza que o Senhor está preparando, esses foram convidados para o dia do casamento. Até então você é uma noiva que está em preparação. Das heißt, diese Braut ist in Bereitung in diesem Schönheitssalon. Susana, quando você for casar com esse menino aí, que agora já é um homem adulto, trabalhador. Você ficou lá de qualquer jeito para o dia do casamento? Deve ter sido o dia que ela ficou mais bonita na vida, não foi? Ich denke, sie war die schönste in deinem Leben. In questão de minutos, você se preparou? Weil es eine Sache von Minuten, dass du dich bereitet hast. Salão, du bist in den Salon gegangen, hast dich bereitet, geschmückt, in den Spiegel geschaut. Para quê? Wozu? Bem apresentada para impactar o noivo. Que aquele dia era o dia mais importante da vida dela. Era um dia esperado. Não era assim? É assim, irmãos. Cristo é o noivo que está ali. Da parte dele está tudo pronto. Mas ele olha para a noiva, puxa, ainda está cheio de ruga. Ele olha para a noiva, ainda vê muitos defeitos ainda. Ele olha para a noiva, puxa, o tempo está... Está terminando e ela geht tá devagar vorbei no und salão, ist so langsam dort im Salon, im Schönheitssalon. Irmãos, é essa expectativa que Cristo está. Das ist die Erwartung, die Christus hat, wenn er auf dich schaut, auf mich schaut als Braut. Wir sind in diesem Schönheitssalon, das Gemeindeleben. Er bereitet uns, um uns ohne Fehler, ohne Makel, ohne Runzeln, ohne irgendetwas dergleichen zu darzustellen. Er bereitet uns in der Gemeinde zu diesem Zusammentreffen, zu diesem Mega-Zusammentreffen, Mega-Fest. 1000 Jahre Fest. 1000 Jahre Fest. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nós temos que ver dessa forma. Wir müssen es auf diese Weise sehen. Das Gemeindeleben ist dieser schöne Salon, wo der Herr dich und mich bereitet für diese große Hochzeit. Geschwister, lass dich vorbereiten. Não se recusa. Lehn es nicht ab. O negócio está quente na cabeça, aquele secador ali esquentando. Dieser Föhn, der deine Haare trocknet. Deixa. Lass es. É o Senhor trabalhando em nós. Herr, der in uns arbeitet. É o Senhor preparando para apresentar a si mesmo. Der Herr bereitet uns, uns sich selbst darzustellen. Ele notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Der nicht das Hochzeitskleid trug. Da foi um, né? Imagina se fosse 50% não estivesse preparado, aqui foi um. Stell dir vor, e ele fez uma pergunta para ele. Como você ainda chamou ele de amigo, que não era um estranho? Isso aqui é para irmão. Wie bist du hier reingekommen? Das ist nicht für Fremde, das ist die Warnung an uns. Es war ein Bruder. Er spricht nicht von einem Eindringling. Er spricht von jemandem, der bekannt war, aber er schätzte nicht die Zeit, die er im Schönheitssalon verbrachte, um sich vorzubereiten. Die Voraussetzung war das Hochzeitskleid. Und er fragt ihn, wie bist du hier reingekommen, ohne das Hochzeitsgewand? Wisst ihr, was seine Antwort war? Er verstummte, denn er wusste, dass er nicht die Gelegenheiten geschätzt hatte. Die Gelegenheiten, die fehlten nicht. Schau auf dich, auf mich. Die Gelegenheiten im Gemeinleben fehlen nicht. Nicht wahr? Geschwister, fehlen Gelegenheiten. Nein, wir haben alle Zeit Gelegenheiten, um uns zu bereiten. Aber die Ermutigung hier ist, cobrar porque não estamos preparados ainda, mas é encorajar-nos a preparar cada dia mais. Sind bereit, sondern zu ermutigen, dass uns mehr bereiten. Beschleunigen diesen Vorbereitungsprozess. E aí, irmãos, para explicar esse versículo, nós vamos ler o Salmo 45. Um diesen Vers zu erklären, lass den Psalm 45 lesen. Salmo 45. Psalm 45, versículo Vers 13. 13 e 14.
und 14. Fala assim, in Deutsch ist es 14, 15. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. Ganz herrlich ist die Königstochter drinnen, von Goldgewebe ihr Gewand. In buntgewebten Kleidern wird sie zum König geführt. As virgens, Jungfrau, suas ihr Gefolge, ihr Gefährtinnen, sie werden zu dir hineingebracht. Also 14, 15 war das. Tá vendo aqui que ela tem dois tipos de vestimenta. Hier gibt es zwei Arten von Gewand. A primeira vestimenta está no final do versículo 13. Ist am Ende von Vers 14. Recamada de ouro. Ist ein Gewand von Goldgewebe. E começa o versículo 14 mostrando em roupagens bordadas. Vê o que é diferente? Ein buntgewebtes Gewand gezeigt. Mostrar o que é bordado. Das hier nehmen, apesar zu zeigen, de não ser uma Weben bordadura ist. Exatamente, mas se tem uma ideia, né? Damit ihr eine Idee aqui, habt. Hier, né? Ich weiß, es ist kein Gewebe, foi impresso aqui, foi es wurde impresso ja drauf gedruckt hier. Algo diferente do que ele é. Etwas anderes als isso das Gewebe selber ist. Das ist nun você Teil von diesem Tuch. Já não consegue. Wenn du es a wegnehmen willst, kannst é por meio de agulhadas, né? Eine Stickerei ist durch Nadelstichen. Fazem isso. Früher wurde es viel gemacht, aber heute agulha, auch noch verschiedene. Du nimmst eine Nadel, einen Faden, nimmst ein Tuch und Nadelstich für Nadelstich stickst du hinein, was der Sticker im Sinn hat, was er auf diesem Stoff haben möchte. Nach so viel Mühe, tanta agulhada, so é impresso naquele pano, naquele tecido, diesen, algo que ele imaginou de criar ali. Então aquilo chama-se bordador. Se esse pano pudesse wenn falar, Tuch sprechen ele ia gritar könnte, muito, würde tá doendo. Viel schreien. Es tut weh. Tá doendo. Es tut weh. Irmãos, e o Senhor faz exatamente isso conosco. Genau dies macht der Herr ele mit está uns. Preparando a nossa vestimenta bordada. Bestickten Kleid, Gewand, die Situation an der Hochzeit, ich und meine Frau, alle, die hier geheiratet haben, alle, die geheiratet sind, in der Ehe, im Gemeindeleben, wenn vom Aufbau der Gemeinde gesprochen wird, Geschwister, was nicht fehlt, sind die Nadelstiche. Und jetzt? Wirst du weglaufen oder wirst du die Nadelstiche akzeptieren? Die negative Seite, es tut weh. Die positive Seite ist, dass etwas auf uns aufgeprägt wird. Und dieses Gewand, Geschwister, es gibt die Voraussetzung, was heißt es hier? Es gibt die Voraussetzung, dass sie in die Gegenwart des Königs geführt werden kann. Bis dahin war sie in einem Saal mit dem ersten Gewand aus Goldgewebe. Ela não estava diretamente na presença do rei. O rei estava no ambiente, em outra sala. Ela estava numa antessala, com a vestidura de ouro, mas com essa vestidura não capacitava ela estar na presença do rei. Então foi dado a ela uma vestidura bordada. Bestickten Gewand gebracht. Und dieses bestickte Gewand gab ihr die Voraussetzung, dass sie in den nächsten Saal eintreten konnte, wo der König war. Mit diesem Gewand, das heißt, sie wurde geführt. Der Herr führt uns jeden Tag. Der Herr bereitet unser Gewand, er bestickt es. Wozu? Damit wir wohin geführt werden? Gemäß Matthäus 22, dass wir in den Festsaal geführt werden. É isso que o Senhor está fazendo com você e comigo. Geschwister, das macht nos der Herr mit dir und mir. Er führt, er leitet uns in den Festsaal. Mas, irmãos, o grande cuidado Geschwister, que nós temos que ter die große Sorge, die wir haben müssen, dass wir nicht handeln wie diese es taten, os que foram convidados, die geladen não wurden. Se importar com o convite sie kümmerten do sich nicht um die Einladung des olha, Königs. Sabia que nós corremos esse risco? Geschwister, laufen wir nicht auch diese Gefahr, dass wir uns dizer, nicht kümmern und sagen, dieta, ich mache eine Diät, nicht eine Diät von Speise, aber es fehlt der Appetit. Geschwister, wir dürfen nicht die Einladung des Königs ablehnen. Unsere Reaktion muss sein,
was für eine Ehre. Wer bin ich, dass wir es sofort annehmen? Und andere Sorge, die wir tragen müssen, dass wir unser Gewand bereiten. Und die Gelegenheiten fehlen uns nicht dazu, dass wir uns vorbereiten. Es kommen Trübsal in unserem Leben, auf jede Weise, von rechts, von links, von vorne, von hinten, von oben, von unten. Wozu? Damit der Herr es beschleunigt, dass er sich in unser Leben hineinstickt. Wozu? Damit er nicht kommt und bittet, dass wir uns Füße und Hände binden. Das ist sehr negativ hier, was wir gelesen haben. Aber wir müssen auf diese Person aufpassen, wo der Herr band, dass sie ihn an Hände und Füße binden und ihn in die sogenannte äußere Finsternis hinauswerfen für 1000 Jahre. Außer der Gegenwart des Herrn. Was ist das? Das ist die äußere Finsternis. Während die anderen ein Festtag feiern, 1000 Jahre, ist dieses Subjekt in der äußeren Finsternis. Geschwister, der Herr hat uns nicht dafür bereitet. Er hat uns bereitet, dass wir in diesem Fest sind, 1000 Jahre mit ihm. Nimm nicht weniger an als dies, als mit dem Herrn zu herrschen, an diesem Fest zu sein, diese vorbereitete Braut zu sein und mit diesem Bräutigam zu heiraten. Nimm nicht weniger an als dies, kämpfe darum mit der ganzen Kraft, die du hast. Und die nicht haben, bitte den Herrn, der wird dir helfen, diese Kraft zu haben. Dies ist unser Ziel, zu kämpfen, Geschwister, dass wir in diesem Fest sind. Um vamos zum Ende zu kommen, lasst uns in Offenbarung 19 öffnen. Offenbarung 19. Dieser Text ist einfach fantastisch. Oh, Senhor Jesus! Oh, amém. Herr Jesus! Eu vou ler a partir do versículo, ich werde lesen ab Vers 4. Os 24 anciãos und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: und sagten: Amen, Halleluja! Irmãos, como é que foi esse amém, esse aleluia aqui desses Amen, Halleluja, anciãos, von diesen Ältesten, von den 24 Se eles têm Wesen, pulmão igual nós, deve ter wenn quase sie explodido. Lungen haben wie wir, dann werden sie bestimmt fast explodiert. E saiu uma voz und eine do Stimme trono kam vom Thron her, die sprach: Lobt unseren Gott, Deus, alle todos seine os seus Knechte, os que die er ihn fürchtet, os pequenos die Kleinen os und die Großen. Olha o versículo 6. Schaut Vers 6. Então, ouvi und ich hörte etwas, como de, wie eine Stimme, então ouvi uma como voz de trovão, de numerosa multidão, como de und muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Donner, Aleluia! Aleluia! Irmãos, que aleluia foi esse aqui? Was für ein Halleluja war dies? Você imagina, a gente não stell consegue vor, mensurar wir können es nicht como ermessen, foi esse Halleluja, como war, fortes trovões, stark, como de muitas águas. Stark wie Donner, wie viel ne? Wasser. Foi um aleluia, es sim, war ein Halleluja, impetuoso. Ein mächtiges Halleluja. Pois reina o Senhor, denn der Herr, nosso Deus, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns diesen Vers 7 zusammenlesen. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. 8. Vers 8. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Lass uns 9 lesen. Und er spricht zu mir: Schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes.
Irmãos, quer mais confirmação do que isso? Geschwister, brauchen wir mehr Bestätigung? Bem-aventurados aqueles que são glückselig, die gerufen sind. A ceia das bodas do Hochzeitsmahl des Lammes. Irmão, fala pro irmão que está do seu lado, você é um bem-aventurado. Du bist ein glückseliger. Amém, Christoph, du bist glückselig. Ein glückseliger, Johann. Sagt, você é uma bem-aventurada. Agora diga-se, eu sou um bem-aventurado. Jetzt sag, ich bin ein glückseliger. Irmãos, olha, principalmente Geschwister, nesse contexto que você e eu não tinha nada a ver com nada. Vor allem diesen Zusammenhang, wo wir überhaupt nichts damit zu tun hatten, es war nicht für uns das Fest. E ainda nós somos chamados und wir sind gerufen aqui, worden. Mais bem-aventurado ainda. Noch viel glückseliger, denn wir waren nicht einmal würdig. Aber Geschwister, die Würdigen haben es nicht angenommen. Die würdig waren, nicht würdig waren, haben es angenommen. Also wir sind glückselig. Wir sind gerufen worden zum Hochzeitsmahl des Lammes. Geschwister, wollt ihr noch mehr? Das ist doch fantastisch. Ich werde hier beenden. Und erinnere dich. Und ich erinnere mich, immer wenn wir entmutigt sind, mit dir selber entmutigt, mit irgendetwas, erinnere dich, du bist ein Glückseliger, denn du bist gerufen worden zum Hochzeitsmahl des Lammes und eines Tages werden wir mit dem heiraten, der uns gerufen hat. Und der große Triumph ist, dass er jemanden nimmt, der völlig unpassend war, desprovida para estar mit naquele evento. Kleid, das überhaupt gar nicht geeignet war, zu diesem Hochzeitsfest zu erscheinen. Der bereitet diese Person, damit sie sich vorstellt, zeigt mit einem Gewand fein, lamm, glänzend und rein. Der Herr verändert uns innerlich, unsere Denkweise, verändert unsere Handlungsweise. Wer die Konferenz begleitet hat, der kann ein bisschen davon wahrnehmen. Es gibt eine Veränderung. Die Geschwister sagen, es ist etwas Übernatürliches. Sobrenatural, porque não é natural acontecer isso. Es ist nicht natürlich, dass dies geschieht. Der Herr macht Dinge, Geschwister, großartige Dinge unter uns. Etwas Großartiges, was der Herr macht, ist unsere Denkweise zu verändern, nicht wahr? Und das macht der Herr mit uns. Amen. Jesus ist der Herr. Ich bin ein Glückseliger. Diana, du bist eine Glückselige. Bruder Oliver, du bist ein Glückseliger. Schwester Jacqueline, du bist eine Glückselige. Dominique ist ein Glückseliger. Schwester Christina, du bist eine Glückselige. Alle Geschwister, die uns zuschauen, sind glückselig. Und wir alle sind glückselig. Ich möchte euch erinnern, die uns zuschauen, am kommenden Sonntag, verliert nicht die Gelegenheit, dass wir zusammen sind, einen großen Tag feiern. Lass uns zusammen sein, beten, Gemeinschaft haben. Lass es uns ausnutzen, Bruder. Alex wird uns mit den Worten der Konferenz aktualisieren. Verliert nicht die Gelegenheit. Jesus ist der Herr. Geschwister, habt die Freiheit mitzuteilen im Zoom, teilt mit uns mit, auch die Geschwister hier. Amen. Amen. Ich werde gerade Mitfahrgelegenheit nehmen. Oh, Herr Jesus. Oh, wir sind glückselig. Und das ist auch, was Bruder Pedro auch an der Konferenz so viel versucht hat zu zeigen. Wir sind
glückseliger. Wenn wir gehen jetzt im Epheserbrief rein, dann die nächsten 6 Monate. Und wenn wir den Epheserbrief sehen, das ist genau, was auch Jean gesagt hat. Glückselig, die geladen sind zur Hochzeit. Und der Epheserbrief, gleich die ersten Verse geht damit los schon. Ich muss gerade hier aufschlagen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. In der Himmelswelt, in Christus. Und diese geistliche Segnung ist genau das, auch was Bruder Jean gesagt hat, dass der Herr uns bereitet für das größte Ereignis in diesem Universum, die Hochzeit seines Sohnes. Und das ist nicht gestern hat Bruder Pedro ein Wort gesagt. Wir haben oft gesagt, der Epheserbrief ist wie ein Licht vom Himmel, wo uns eine Vision vom Himmel gibt. Und der Herr macht heute noch mehr als nur das Licht vom Himmel herunterscheinen, beleuchtet da ein Stück meines Lebens, sondern dieses Licht möchte der Herr in uns scheinen lassen, dass er erleuchtet die Augen eures Herzens, dass das Licht nicht nur ein Stück Dunkelheit um uns herum erhält, sondern unser Inneres erhält. Dass wir sehen, wie auch Bruder Jean auch uns ermutigt hat und jeden Namen genannt, du bist glückselig. Du bist glückselig, dass das Licht vom Himmel, das in meinem Herz scheint. Ich bin glückselig. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Und jeden ist nicht ein bisschen, sondern jedem geistlichen Segen. Und das ist auch ein Teil von dieser Vorbereitung für das Hochzeitsfest, dass der Herr, wir sehen, der Epheserbrief, wir haben hier so eine Kapiteleinteilung, das ist, ich meine, im 17. Jahrhundert kam diese Kapiteleinteilung, die wir heute haben in der Bibel. Aber die Bibel ursprünglich wurde ohne Vers und Kapitel geschrieben, sondern einfach als ein Fließtext, um es dann später zu vereinfachen, damit umzugehen mit diesen vielen Worten, hat dann ein Franzose, meine ich weiß, eine Verseinteilung entwickelt, die wir heute immer noch haben in der Bibel, was es erleichtert, auf der anderen Seite auch erschwert, denn wir denken, Kapitel 1 ist da oben im Himmel, Kapitel 2 ist da unten. Wo es dann heißt, genau Kapitel 2 geht gerade los, auch euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und Sünden. So geht Kapitel 2 los. Kapitel 1, also in Anführungsstrichen Kapitel 1. Aber Paulus hat ja keine Kapitel geschrieben, er hat einen Text geschrieben. Und es ist genau wie Jean gesagt hat, und das sieht man bei mir in der Bibel auch sehr gut, weil ich sehr viel mit Farben lese und markiere. Ich zeige es mal kurz. Das ist Kapitel 1, alles gelb und grün. So, gelb und grün. Gelb und grün. So, dann, ich kann mich nicht so gut bewegen. Ich habe ein bisschen im Rücken, Verspannung. Das ist ein bisschen mühsam. Dann geht Kapitel 2 los. Genau, das ist das Blaue und Rote. Blau und Rot ist gerade der Anfang von Kapitel 2 und das ist total negativ. Aber dann eben, was ich zeigen wollte, geht es gleich auch weiter wieder mit Grün und Gelb. Das heißt, das ist genau wie Jean gesagt hat auch, wir waren nicht würdig, aber der Herr ging an die Kreuzwege und hat uns gerufen. Und er bereitet uns heute für das Hochzeitsfest. Paulus hat eigentlich nur kurz gezeigt, wo der Ursprung her ist, aber gleich wieder dann, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, kam gleich nach diesem blau-roten Einschub, Tod in Vergehung und Sünden, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Macht der Luft und hat kurz gezeigt, wo kommen wir her? Die Geladenen, also die ursprünglich geladenen Juden, haben die Einladung abgelehnt und der Herr hat dann zu den Knechten gesagt, geht an die Kreuzwege, ruft sie alle herbei. Und dann macht Paulus weiter. Er bleibt dann wirklich in dieser wunderbaren Berufung, wie der Herr uns berufen hat. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Vergehungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade, meine ich, durch Gnade seid ihr gerettet, Herr Jesus. Und das ist
es soll nicht nur ein Scheinwerfer von Himmel sein, sondern uns wirklich zeigen, wir sind Berufene, wir sind Geladene, wir sind Glückselige. Und die Situation, die der Herr bereitet, auch da möchte der Herr uns zeigen, auch wie Bruder Jean gezeigt hat, es ist vielleicht für uns Augen negativ, bestimmte Situationen. Aber von der Seite des Herrn, es ist mehr als positiv, weil der Herr bereitet uns für dieses Ereignis. Und er möchte ja nicht, dass wir bleiben in diesem Roten und Blauen. Also Rot ist bei mir Achtung, Blau ist bei mir Sünde, Tod, negative Satan, alles, was mit der anderen Seite zu tun hat. Und Gelb ist Gott. Und Gott möchte seine Braut bereiten, möchte uns schmücken. Er möchte, dass wir dabei sind. Und nicht dieser eine Mann, wo da geblieben ist, okay, danke Herr. Aber er war vielleicht zu langsam oder hat es nicht ernst genommen, wie Jean gesagt hat. Hat es nicht ernst genommen, die Situation, die der Herr ihm bereitet hat, dass sein Hochzeitsgewand bestickt wird, ist trotzdem hineingegangen, aber der hat ihm gesagt, nein, du gehörst hier nicht rein. Bindet ihn und bringt ihn in die äußere Finsternis. Und ganz wichtig ist auch, die äußere Finsternis heißt nicht verloren sein. Die äußere Finsternis ist genau das, wo der Herr uns heute reinnimmt, uns zu bereiten in einem Prozess von 1000 Jahren. Und deshalb auch eine zweite Ermutigung. Lieber heute annehmen, das Arbeiten des Herrn, das Besticken, die Nadelstiche, als 1000 Jahre in der äußeren Finsternis, fern von der Herrlichkeit Christi und der Gemeinde und der Braut. Heute ist die Herrlichkeit bei uns, aber dort ist eine äußere Finsternis, das heißt, es ist fern. Ob wir es überhaupt noch sehen, ob die Menschen es dann überhaupt noch sehen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sagt der Herr, es ist eine äußere Finsternis mit Zähneknirschen und Weinen. Und das ist genau der Prozess, wo der Herr dann noch einmal die Chance gibt. Hey, bereitet euch. Es gibt ein zweites Event. Nach dieser Hochzeitsfest des Lammes gibt es die Vereinigung von Braut und von Braut und Bräutigam, das Hochzeitsfest. Und dann lesen wir in Offenbarung, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist dann nach den 1000 Jahren. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Da ist dann, kommen auch dann alle lieben Geschwister aus diesen 1000 Jahren noch einmal bereitet, vollständig bereitet, mit hinzu. Das neue Jerusalem schließt alle ein. Am Hochzeitsfest des Lammes. Es heißt nicht glückselig und heilig, wer am neuen Jerusalem teil hat, sondern dort ist die Vollendung. Auch diese Maße, 12 mal 12 mal 12. Und da sind alle mit ihnen begriffen. Aber glückselig und heilig, die geladen sind zum Hochzeitsfest des Lammes, die heute ihr Gewand bereiten, die heute dieses himmlische Licht in ihrem Leben wirken lassen und mit einem bereiteten Kleid dastehen, wenn der Herr kommt. Der Herr sagt, siehe, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und wir haben immer Spaß gemacht, wir haben mal vom Jarvis gesehen, dass Jarvis und sein Kollege sind in ein Haus eingedrungen und haben alles Mögliche rausgetragen, Kühlschrank, Kommode, Sofa, alles Mögliche rausgetragen, auf den Schmuck und so weiter, haben sie alles drin gelassen, haben riesen Gegenstände rausgetragen. Aber so ist unser Herr nicht, er nimmt nicht einen Mülleimer mit, Kühlschrank, Sofa, Sessel, Bettwäsche, sondern er nimmt den Schmuck mit, er nimmt seine bereitete Braut mit, er nimmt mit, was wirklich wertvoll ist. Und das ist glückselig, die ihre Kleider besticken, die ihre Kleider bereiten, die heute das Arbeiten des Herrn in ihrem Leben zulassen, dass sie teilhaben, dass der Herr sie nimmt. Ach, Herr Jesus, glückselige Geschwister. Und noch einmal ganz kurz zu Epheser 1.
Römer. Ein paar Zettel, genau. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Herr Jesus, und das ist, genau, ich habe es jetzt heute Morgen ganz aus einem ganz anderen Blickwinkel an diese Verse gedacht, aber sie haben wunderbar gepasst zu dem Wort von der Vorbereitung der Braut. Und dass der Herr, Moment, genau, diesen Vers, den habe ich, er leuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Das ist auch dieses, warum Jean uns auch aufgerufen hat, Oliver, du bist ein Glückseliger, Jacqueline, Diana, dass ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Es ist nicht irgendetwas Fremdes, sondern es ist die Hoffnung seiner Berufung, dass wir teilhaben an diesem Hochzeitsfest. Das ist Gottes Hoffnung, das ist unsere Hoffnung, dass ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, das ist ein Reichtum an Herrlichkeit, dass wir daran teilnehmen dürfen, dass Gott an die Kreuzsäge gegangen ist und uns gerufen hat und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und dann gibt es noch einen Vers, treu ist er euch beruft, in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, 24. Treu ist er euch beruft, er wird es auch tun. Unser Teil ist, uns zu öffnen. Unser Teil ist, den Herr arbeiten zu lassen. Nicht zu rebellieren gegen die Situation, sagen, danke Herr. Und dann haben wir den Teil, treu ist er euch beruft. Er wird es auch tun, gemäß der überragenden Größe seiner Kraft, mit der an uns den Glaubenden wirkt, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Amen.